Moinsen, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück im Fuchsbau. Psst, ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zu Kingdom Come Deliverance, die DLC. Wir sind gerade dabei, ein bisschen Geld zu organisieren und klauen, was das Zeug hält. Psst, hier ist ein schweres Schloss. Ich hoffe, das klappt. Noch schlafen alle? Gucken wir mal. Sehr schwer, ob wir das überhaupt können. Das ist zu kompliziert. Und das? Auch sehr schwer. Zu kompliziert. Verdammt. Wir müssen dringend sehr schwere Schlösser knacken können. Vorher lohnt sich's noch nicht so richtig. Schloss knacken leicht. Okay, warte, das schaffen wir. Okay. So, vorsichtig. Ruhig sein. Still. Äpfel brauche ich nicht. Nur Scheiße. Raus hier. Wir können auch versuchen zu pickpocketen. Lass uns das mal noch machen. Okay, warte. Ich versuch mal mein Glück. Nochmal. Schlüssel mitgenommen? Schlüssel zur Sasauer Kirche. Truhenschlüssel. Okay, warte. Vielleicht ist das die Truhe. Es wird langsam hell. Wir müssen uns beeilen. Schloss knacken. Schloss knacken. Scheiße. Lass uns doch mal versuchen. Drücken müssen. Okay, warte. Nochmal. Ich hätte drücken müssen. Ich habe nicht gedrückt. Deswegen. So. Los, los, los. Heimlichkeit erreicht. Ich habe irgendwas eingesammelt. Ich glaube, ein Schlüssel für die Truhe. Wir gucken mal. Schloss knacken. Schloss knacken. Was habe ich für einen Schlüssel eingesammelt? Irgendeinen Schlüssel haben wir eingesammelt. Türschlüssel. Truhenschlüssel, Schlüssel zur Kirche. Ich weiß es nicht. Okay, let's do it again. Was hat der noch? Okay. Groschen, geil, weg hier. Wollen wir seine Frau auch noch beklauen? Wie spät ist denn das? 2 Uhr nachts, da kommt noch keiner. Komm, wir beklauen nur seine Frau. Psst. Still. Was haben wir denn eingesammelt? Wieder ein Schlüssel, aber was für ein? Geht nicht. Geht nicht. Ich versuche mal hier nochmal mein Glück. Raus hier. Lass abhauen. Okay, so. Eben schon wieder Klamotten anlegen. So. Das erkennen wir ganz einfach daran. Alles, was Farbe hatte, also was so vergammelt ist, hatten wir an. Goldring kann man sich auch mal gönnen. Das Ding noch eben. So, schon sehen wir gut aus. Bei den Waffen das gleiche. So, gehen wir mal stumpf nach Schaden. Verbesserten Spitzfall nehmen wir natürlich. Dann den Bogen. Und unser Schwert des Herolds. Und alles ist gut. So, dann eben unseren Gaul ranholen. Wo ist er? Los, Pferd. Da bist du ja. Okay, warte, warte, warte. So. Inventar. Ich muss dir mal eben ein bisschen was überlassen, weißt du? All das Geklaute. Den Knüppel, die Axt. Das, das.
Ist schon ein bisschen was zusammengekommen jetzt, muss man sagen. Okay. Kann ich auch noch weitermachen? Noch ist ja Nacht. Taschendiebstahl regelt halt auch voll ganz gut, ne? Man kann da an gutes Zeug herankommen. Das hätten wir viel früher vor uns entdecken sollen. Da kann man so gut an Kohle kommen, ey. So, wir haben eine neue Spezialisierung irgendwo bekommen. Stärke geht auf jeden Fall irgendwie was. Huckepack. Erstmal Infos. Leichen oder bewusstlose zu tragen, verbraucht keine Ausdauer. Wer Milchschwein, du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Packesel 3. Ja, das mit dem Tragen hat sie erledigt. Es besteht eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Das mit dem Rammen finde ich eigentlich ganz geil, aber Schädelbrecher ist gut. Ich möchte Schädelbrecher lernen. Ja. So. Dann haben wir bei Agilität noch was. Cool. Deine Angriffe verbrauchen 30% weniger Ausdauer, verursachen aber etwas weniger Schaden. Gilt nur für Waffen, die auf Agilität basieren. Spötter. Wenn du im Kampf erfolgreich ausweichst, sinkt die Moral deines Gegners. Würfelglück. Deine Chance auf einen guten Würfelwurf erhöhen sich. Das hätte ich mal gerne. Vielleicht können wir mit Würfeln auch richtig an die Kohle kommen. Vitalität. Robuster Magen. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen oder vergifteten Essen füllen. Nett. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und dein Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Blutrausch, nachdem der erste Gegner geschlagen hat, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Mit letzter Kraft, du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer und obendrein regeneriert sich deine Gesundheit um 20%. Kann nur einmal pro Kampf aktiviert werden. Gib mir mal den Blutrausch. So, haben wir noch was? Nö. Kampf. Schwert. Doppelstich. Drei Wunden, Handgelenk. Verwirren. Gottes Willen. Das Mitte. Das kriege ich vielleicht noch hin. Lernen wir das. Sonst ist hier nichts mehr. Fertigkeiten. Taschendiebstahl. Ja, das ist gut. Guter Riecher. Wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen. Flinke Finger. Beim Taschendiebstahl bewegt sich der Zeiger im Inventar des Opfers doppelt so schnell. Im Schutz der Menge. Verringere die Chance, entdeckt zu werden, wenn viele Leute in der Nähe sind. Das ist hier geil. Okay. So, habe ich meinem Pferd denn jetzt alles gegeben? Inventar. Kuh. Sieht so aus. Wir haben nichts Geklautes mehr bei uns. Das ist doch gut. Dann speichern wir mal. Wir können theoretisch jetzt nochmal bei. Wir sind ja noch nicht durch, ne? Da, so eine kleine Klaus-Session hätte ich schon nochmal Bock drauf. Das war doch gerade relativ erfolgreich. Lass uns doch mal weiter gucken. Wer wohnt denn hier? M. Lass mal nochmal zum Schneider gehen. Das ein Haus weiter. Hier. Vielleicht geht hier noch richtig was. Ach, guck mal, die Tür ist noch offen. Okay, hier ist keiner. Schneider ist nicht zu Hause. Okay. Okay. Toll, Karotten. Langweilig. Langweilig. Nur Scheiß in seiner Kammer. Juhu. Das sieht gut aus. Oh, scheiße. Wir müssen dringend sehr schwere Sachen knacken können. Vorher bringt das überhaupt nichts. Jetzt sind wir zwar hier drinnen, aber es bringt nichts. Es sei denn, wir kommen jetzt noch an Schlüssel ran.
Oh oh. Okay, reicht auch. So. Holen wir mal unser Pferd und verpissen uns. Tentakel, wo bist du? Da bist du doch. Auf geht's. Ja. Reicht auch. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Wir sollten mal einen Schmied bauen. Ich finde, wir haben genug geklaut. Zurück nach Piris Blablitz. Ruhig schnell reisen bei Nacht, das passt schon. Was soll passieren? Ich werde die Klamotten ausziehen sollen. Dann wären wir schön... Hätten wir vielleicht ein... Also wir müssen dieses... Wenn wir jetzt wirklich schon sehr schwere Schlösser knacken können, das wäre sehr, sehr, sehr cool. Dann würden wir richtig die Kohle verdienen. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Dafür hätten wir mal ein paar Diebesquests machen müssen. Es gibt ja noch ein paar. Theoretisch könnten wir da mal bei. Ich versuche mal abzuhauen. Ich habe nämlich keine Lust zu kämpfen. Ich möchte bauen. Bauen und nicht kämpfen. Ich habe keine Zeit zu kämpfen. Es muss gebaut werden. Ja, los, lass dich doch nicht im Wald angreifen. Da können wir jetzt einen Schmied nämlich noch bauen, dann sollte noch ein bisschen Kohle reinkommen. Guck mal hier, perfekt. Fackel kann weg. Oh, wir haben sehr großen Hunger und sind müde. Um das Hungerproblem können wir uns auf jeden Fall kümmern, das ist kein Ding. Puh. So, das war doch immer ein bisschen aufregend. Also man muss ja sagen, wie es ist, so einfach nur durch die... Ich könnte das die ganze Zeit machen, so durch die Gegend schleichen und Häuser ausrauben, um reich zu werden. Das macht schon Spaß. Wieso kann ich nichts essen? Okay, ich kann noch nichts essen. Naja, ich habe zwar Hunger, aber noch nicht so Hunger. Geht doch noch. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns hier... Ich möchte etwas bauen. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Schmiede. Gebäude im Randgebiet? Ja, die Bienenstöcke, klar, aber erstmal die Schmiede. Gebäude im Dorfzentrum. Ich hätte gern eine Schmiede. Wir brauchen viel Werkzeug, das auch repariert werden muss. Eine Schmiede ist unverzichtbar. Das geht leider nicht. Im Hauptbuch steht, was gebraucht wird. Oh, es fehlt wahrscheinlich Kohle. Alles klar. Ah, ich glaube, ich will gerade doch nichts bauen. Gespräch beenden. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, dann isst doch aus dem Kacktopf. Heinrich, du stellst dich auch an, ich bin wirklich ziemlich hungrig, aber essen wir jetzt auch nicht alle. So, Schmiede, was brauchen wir denn? Es fehlt wahrscheinlich an Geld. Rathaus, Kirche, Schmiede. Kohle haben wir 8000, die fehlen. Okay. Wie viel haben wir denn insgesamt? Öffnen. 4K momentan. Ja, dann lege ich mal ein bisschen was rein. Noch habe ich ja Geld, ne? Verschieben. Komm, Christ. 7K. Jetzt haben wir 11K. Das reicht für die Schmiede. Bitte. Oh, jetzt steht doch nicht auf. Jung. Wir müssen bauen. Wir müssen bauen. Ich möchte was bauen. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Schmiede. Gebäude im Dorfzentrum. Wir brauchen eine Schmiede. Wir brauchen viel Werkzeug, das auch repariert werden muss. Eine Schmiede ist unverzichtbar. Gehen wir zum Bauplatz. Ich überwache alles. Ich bitte darum. Nächstes Mal klaue ich hier in meinem eigenen Dorf. Das Gute ist, hier gibt es noch keine Wachen, wisst ihr? Da brauchen wir noch keinen Stress haben. Da können wir ganz entspannt alle beklauen. Denn Wachen gibt es hier noch nicht. Wir müssen ein bisschen Taschendiebstahl machen. Das ist am besten. Einfach nachts irgendwie rein in die Bauern beklauen und so. Wo willst du die denn hinbauen, die Schmiede? Da hinten in die Ecke oder was? Nicht unter den Baum, ne? Beim Baum ist unser Pranger. Da werden nachher die Leute mit Tomaten beworfen und so. Hier scheint ein guter Platz zu sein. Oder auch? Doch, genau, hier sag ich doch. Hier werden wir bauen? Genau hier. Also frisch ans Werk? Jo. Ich bin bereit.
Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Alles da. Der Bau kann beginnen. Na dann mal los, einige Tage später. Schmiede steht, würde ich sagen. Mit dem Schmiedehund, wie sich das gehört. Der hinten sah ein bisschen aus wie Heinrich damals, ne? Oh, ein bisschen müde, habe ich das Gefühl. Hallo? Gut macht ihr das. Ja, sehr gut. Schleifstein. So, mal sehen, was jetzt im Dorf rumkommt. Wir haben noch keine Wachen, darum müssen wir uns auf jeden Fall auch noch kümmern. Aber Wachen kosten halt Geld, ne? Insofern sollten wir damit vielleicht noch ein bisschen warten, bis wirklich alles ausgeschöpft ist, was an Kohle reinkommen kann. Ups, erstmal gucken, was sagt unser Buch. Wir verdienen jetzt 940 pro Tag, also bis jetzt ist es geil. Können wir bei der Schmiede noch was aufpimpen? Ausgebautes Rathaus kostet 9.000. Überbezahlter Lokator. 120 kostet das, Alter. Ist ja Wahnsinn. Kostet richtig Kohle. Kirche. Schmied gebaut. Rüstzeug für Waffen. Schmied. 1000 und 2000. Da kommt aber mehr Kohle rein. Bäckerei ist ausgebaut. Fleischerei ist inkompatibel mit Bäckerei. Okay. Stallungen inkompatibel mit Wachhaus. Einen Stall zu besitzen ist ein Privileg, das nicht viele Menschen besitzen. Der Stallmeister kümmert sich um die wertvollen Pferde seines Lehnsherrn und trägt dabei eine hohe Verantwortung, wofür er Anerkennung verdient. Also ein Wachhaus ist natürlich nicht verkehrt, dann wird hier aufgepasst, ne? Was kostet Wache? Fleisch hätte wahrscheinlich schon mehr verdient. Also 940 finde ich okay. Kämmer mit Arbeiten. Was kostet denn jetzt? Wachhaus. Inkompatibel mit Stallungen. In Friedenszeiten beherbergt das Wachhaus die Gesetzeshüter. In Kriegszeiten dient es als Rüstkammer und Kaserne für die hiesigen Waffenknechte. Natürlich darf auch ein Kampfplatz nicht fehlen, wo die Männer üben können. Ach, das ist jetzt die Frage, ne? Brücke und Straße haben wir, Holzverlager haben wir. Ich würde sagen, wir bauen jetzt immer noch Bienenstöcke, die sind halt billig. Und dann muss erstmal Kohle reinkommen. Moin! Ich mag Bienen, wir müssen was für die Bienen tun, ne? Ich möchte etwas bauen. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Bienen. Gebäude im Randgebiet, Bienenstöcke. Die umliegenden Wälder würden sich gut für die Imkerei eignen. Die Nachfrage nach Honig ist hoch. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. So sieht's aus. Auf geht's zum Bauplatz. Wir bauen jetzt noch Bienen. Dann haben wir das auch. Danach müssen wir eigentlich tatsächlich uns entscheiden. Entweder das Privileg von Pferden, und ich mag Tiere, also deswegen werden wir einfach Pferde nehmen. Wachhaus wäre natürlich besser, weil dann können sich die Leute hier sicherer fühlen. Wir haben aktuell keine, also nicht wirklich viele Wachen rumlaufen hier. Aber, naja, wir haben die Bösewichte ja auch vertrieben. Was soll geschehen? Ich würde mich eher auf Pferde spezialisieren. Alter, was ist hier los, ey? In einer Gruppe geht's die ganze Zeit ab hier. Meine Uhr nur am Vibrieren, mein Handgelenk fällt bald ab. So, ich mal sehen. Oh, guck mal, hier wird hier unterm Baum schon hingesetzt. Du, das Örtchen lebt. Geht's los? Hier werden wir bauen? Genau hier. Also frisch ans Werk? Jo. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Tun Sie dies. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Mach das mal. Einige Tage später. Ruf verbessert. Ja, geil. Jetzt können wir auch Honig verkaufen. Ja, Hahn ist gut. So muss das sein. So muss das sein. So wächst das kleine eigene Dorf und gedeiht. Spiel gespeichert. So, ich weiß, es ist zwar eigentlich Schluss, aber jetzt möchte ich einmal kurz gucken, ob das mit der Kohle auch funktioniert. Wir müssten ja jetzt dann so roundabout 1000 mehr kriegen. Mal gucken in unserem Büchlein. Also 1060 verdienen wir angeblich pro Tag.
Jetzt gucke ich mal in die Kiste. Wir haben jetzt 3,2k. Ich schreibe das mal eben auf. 3,2. Und jetzt penne ich mal und warte 24 Stunden. Dass 24 Stunden rumgehen und dann gucken wir mal. 3,2k. Bitte pennen. Kann ich auch pennen? Nö. Warte. Weil dann wisst ihr, was ich nämlich jetzt demnächst tun werde. Schlafen und speichern. Wir können natürlich auch trotzdem hin und wieder mal noch so eine kleine Tour einlegen. So. Los geht's. Wir bringen den Tag mal rum. Heinrich muss sich auch mal erholen, ne? Man muss auch mal wirklich richtig entspannt durchgammeln. Und dann warten wir bis morgens um 6. Und dann gucken wir mal in unsere Kiste rein. Theoretisch müssten wir dann ja mehr Geld haben. Und das mache ich jetzt einfach 40 Mal. Oder 50 Mal. Und dann kann es auch schon weitergehen. Bis dahin sollten auch unsere Sachen kein Diebesgut mehr sein. Dann können wir die auch noch verkaufen. Wir können natürlich auch wirklich die nächsten 2-3 Folgen nochmal ein bisschen klauen. Wieso nicht? Man könnte auch hier des Nächtens mal loslegen. Wäre auch erstmal eine Option. Und unseren Dorfbewohnern die Taschen leer rauben. Aber die sollen sich hier ja wohlfühlen. Ne? Wir sollten vielleicht nicht über unseren eigenen Bewohnern... Wie spät ist es? 21 Uhr. Es ist noch... Nicht 24 Stunden rum. Moment, wir essen eben noch aus dem Topf. Gut, dürfen wir nicht. Dann warten wir jetzt noch bis morgens um 6. Man muss auch mal ein bisschen Zeit rumbringen. Mal 10 Stunden einfach nur chillen. Heinrich muss auch mal einfach entspannen, die Seele baumeln lassen. Er kann nicht immer nur auf 180 sein und Stress haben, ne? Er muss sich auch mal entspannen. Indem er einfach mal nichts tut. So, jetzt gucken wir mal kurz. Das will ich mich jetzt noch wissen. Ich will euch ja nicht jetzt im Unklaren lassen, ob jetzt die Kohle reinkommt. Weil wenn, dann kriegen wir jetzt pro Tag ein Tausender. Das ist schon eine nice Sache, will ich mal sagen, ne? Guck mal, hier laufen noch Wachen rum. Also auch ohne Wachhaus sind hier Wachen, insofern. So, jetzt müsste da mehr Geld drin sein. Jawoll! Kohle vermehrt sich, Leute. Hat sich hier noch irgendwas getan? Nö. 10,60. Ja, geil. Also, wir kriegen jetzt pro Tag ein Tausender. Vielleicht chill ich mich hin und werde einfach mal ein paar Nächte schlafen. Euch erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.